Das ist halt einfach mal wieder Autofahren, so ein bisschen back to the roots. Zwei Drittel geladen, er zeigte an 44 Kilometer Reichweite. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Laden tut er jetzt. Ich habe ihn jetzt nochmal rangesteckt. Mal gucken, ob wir über 100 Kilometer angezeigte Reichweite kommen. Viele interessieren sich für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug. Doch oft hört man Elektromobilität. Das geht doch nur mit modernen, neuen Fahrzeugen. Die alten sind zu nichts zu gebrauchen. Stimmt das wirklich? Und was ist mit den Gebrauchtwagen, die jetzt angeboten werden? Ich fahre jetzt seit einer Woche ein mehr als 8 Jahre altes gebrauchtes Elektroauto und will in der Praxis ausprobieren, wie gut das funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf meine Erlebnisse und nehme euch mit in eine Woche in den Alltag mit einem gebrauchten Elektroauto. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag. Ihr werdet euch wundern, warum es so dunkel ist. Es ist noch nicht mal 8 Uhr und ich starte heute mit der kleinen Videoblog-Reihe zu meinem neuen Elektroauto. Und da ist es auch schon. Ich zeig's euch mal. Da ist das UFO. Das UFO ist gelandet. Ihr könnt es wahrscheinlich kaum erkennen. So dunkel ist es. Das ist ein über 8 Jahre alter Peugeot Ion. Ja. Mit knapp 74.000 Kilometern runter. Und ich hatte euch ja schon erzählt, dass wir ja demnächst jetzt unsere Zoe abgeben und dafür ein Ersatzauto brauchen, weil das dauert irgendwie alles noch ganz schön lange, bis wir den Skoda und den ID3 kriegen. So, bis dahin hat mir also ein sehr, sehr guter Bekannter von mir, den kennt ihr alle auch, seinen Peugeot. Wait a minute! Citroën C0 ausgeliehen und mit dem werde ich mich jetzt mit den nächsten Tagen oder vielleicht sogar Wochen ein bisschen auseinandersetzen müssen und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen und euch erzählen, wie es mir so ergeht, back to the future sozusagen, denn ich bin diesen Wagen ja auch schon 5 Jahre gefahren, zwischen 2012 und 2017. So lange haben wir nämlich schon die Zoe. Ich gucke jetzt gerade mal hier nach unten. Ich brauche nämlich den Schlüssel. Denn das Erste, was man mit so einem Elektroauto machen muss, ist natürlich laden. Und der muss geladen werden. Die nächsten Aufnahmen kommen dann übrigens auch mal zu vernünftigen Zeiten. Und ich habe den an den Zoe Charger angeschlossen, denn der braucht ja einen, der hat ja ein Typ 1 Ladekabel und an meiner Wallbox ist nur ein Typ 2 Ladekabel dran. Und damit ich nicht immer umstecken muss, habe ich mir hier das Ding einfach an den Go-E-Charger angeschlossen. Ihr könnt es hier erkennen, die Ladung läuft. Hier diese Balkenanzeige und auch dieses rote Zeichen hier zeigt an, dass der Wagen geladen wird. Ja, mehr dazu gibt es dann in den nächsten Folgen. Wie gesagt, jetzt muss der Wagen erstmal vollgeladen werden. Ich werde da heute noch die Canyon App auf meinem Handy installieren. Ich werde den USB Bluetooth Dongle installieren, um ein bisschen was aus dem Akku auszulesen. Der Wagen ist ja, wie gesagt, schon relativ alt, über 8 Jahre, hat knapp 74.000 Kilometer runter. Ich bin mal sehr auf die Reichweite gespannt. Im Moment habt ihr gesehen, etwa 2 Drittel geladen. Er zeigte an 44 Kilometer Reichweite. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Der Wagen ist noch ganz schön dreckig. Den werde ich dann demnächst mal ordentlich sauber machen. Das gehört auch zu diesem Projekt sozusagen dazu. Werde ich jetzt erstmal diesen OBD-Dongle hier installieren. Den, ja, das ist so ein handelsüblicher OBD-Bluetooth-Dongle. Den werde ich jetzt hier installieren und zwar hier in die OBD-Steckdose von dem Wagen, denn damit kann ich jetzt die Ladewerte von dem Ding auslesen. Ja, das Erste, was ich jetzt mal mache hier, den Wagen einfach mal ein bisschen aussaugen und ein bisschen sauber machen, während geladen wird. So, und jetzt ist nach der ersten ganz groben Schnellreinigung einmal ein bisschen aussaugen, einmal ein bisschen auswischen, doch tatsächlich wieder ein Auto unter diesem C0 hervorgekommen. Natürlich werde ich da nochmal in den nächsten Tagen nochmal komplett durchgehen und vielleicht auch mehrfach. Ja, ihr werdet euch vielleicht fragen, wie komme ich jetzt eigentlich dazu, eine Weile den Wagen hier zu fahren? Also es ist ja ganz einfach.
Die neuen Fahrzeuge sind bestellt, aber ihr wisst, wie das ist. Wer weiß, wann die kommen. Und heute ist ja Montag, der 25. und am nächsten Montag ist die Zoe wieder zurückgegeben. Ist ja ein Leasingfahrzeug gewesen. Vorher geht die Zoe noch in die Aufbereitung für, keine Ahnung, ein, zwei Tage oder drei Tage, wer weiß. Und jetzt muss halt ein anderes Fahrzeug ran für die Zeit. Und den Ion, den kenne ich ja schon aus der Zeit von 2012 bis 2017. Und warum nicht? Dann fahren wir eben mal wieder eine Weile ein Elektroauto, sozusagen pure basic, ohne irgendwelche besonderen Ausstattungsgeschichten. Was hat der denn hier eigentlich? Ein Airbag und so ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten, so Multimedia oder so, ist ja in dem Fahrzeug hier komplette Fehlanzeige. Und es ist halt einfach mal wieder Autofahren, so ein bisschen back to the roots, würde ich mal sagen. Okay. Oh, warum nicht? Also, es kann ja auch Spaß machen. Also, ich freue mich darauf. Das ist natürlich kein, nicht unbedingt ein Langstreckenfahrzeug, aber er ist unheimlich zuverlässig. Und ich bin einfach auch mal so gespannt, wie es sich so macht. Und es ist ein sehr schönes Beispiel, weil wir ja oft über gebrauchte Fahrzeuge sprechen. Und einfach mal sozusagen selber mal so ein gebrauchtes Elektrofahrzeug zu nutzen und nicht immer nur darüber zu reden, sondern es eben einfach auch mal zu tun. Es muss ja nicht immer alles super neu sein. Und bin jetzt eigentlich mal gespannt, den jetzt mal anschalte. Der ist nämlich jetzt so gut wie fertig geladen, was er mir eigentlich an Reichweite anzeigt. Ich bin gespannt. Also im Moment zeigt er 95 Kilometer Reichweite. Das ist natürlich im Vergleich zu manch modernem Fahrzeug natürlich ganz schön wenig. Das ist klar. Vor allem schätze ich mal, wenn ich jetzt hier die Heizung anmache, dann sind da gleich 20, 30 Kilometer Reichweitenanzeige weg. Aber egal. Es ist, wie es ist. Und seien wir mal ehrlich, in den meisten Fällen fährst du ja gar nicht so viel. Und von daher finde ich das echt eine spannende Sache jetzt mal hier. Laden tut er jetzt. Ich habe ihn jetzt nochmal rangesteckt. Mal gucken, ob wir über 100 Kilometer angezeigte Reichweite kommen. Ich zeige euch das dann nachher mal. Aber jetzt der Kofferraum. Der muss sauber gemacht werden. Nächster Schritt ist der Kofferraum. Grundreinigung innen habe ich jetzt schon mal gemacht. Muss ich noch ein bisschen vertiefen. Und jetzt gucken wir mal uns den Kofferraum an vom iMiF. Der ist eigentlich gar nicht so klein. Da kriegt man schon was rein. Ist jetzt noch ein bisschen schmutzig. Das kriegen wir aber gleich hin. Was ich sehr gut finde, schon immer ganz cool fand an dem Wagen, ist, dass man die Sitze, Moment, die kann man einzeln umklappen und bekommt eine ebene Ladefläche. Ja, eine ebene Ladefläche. Ja, Eat This ID3, ja, das schaffen die bis heute nicht. Hier ist es schon drin. Also dann machen wir uns mal an die Arbeit mit dem Kofferraum. Das passt doch schon mal so ganz gut. Und jetzt macht er doch schon mal ganz netten Eindruck hier innen drin, oder? Findet ihr nicht? Also ich finde, das ist doch schon mal ganz gut geworden. So, dann schauen wir mal auf die Reichweite, die er jetzt anzeigt, nachdem er mit dem Laden fertig ist. Schauen wir mal. Schlüssel rein, anmachen. 101 Kilometer zeigt er an. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, war es das an der Stelle erstmal für den... Oh, hier ist irgendwas an. Irgendwas ist hier an. Irgendwas ist an. Aus. Aha, okay. Ich hatte hier ein bisschen was angeschaltet. Gut, also dann soll es das erstmal gewesen sein heute für den ersten Tag. Denn ich muss jetzt gleich wieder rein den nächsten Videobericht für euch vorbereiten. Ich freue mich auf morgen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.